Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr kennt die zweite Bundesliga, kurz und kompakte Zusammenfassung. Bleibt auf jeden Fall fair in den Kommentaren, auch jetzt, wo das Stadtderby anfängt. Da, wenn ihr euch gegenseitig irgendwie beleidigt, dann ja, lösche ich das einfach weg. Ja, ansonsten aber viel Spaß jetzt mit dem ersten Spiel Düsseldorf gegen Heidenheim. Los geht's! Ein rosiger Saisonstart sieht anders aus. Fortuna Düsseldorf mit 4 Punkten aus 5 Spielen in die Saison gestartet. Aber auch beim Letztjahresdritten, dem ersten FC Heidenheim, könnte es besser laufen. Man steht in der zweiten Tabellenhälfte hier gegen die Fortuna. In der 11. Minute das erste Mal gefährlich. Marc Schnatterer kann den Ball aber nicht wirklich gut platzieren. Das bedeutete gleichzeitig das Halbzeitergebnis von 0:0, weil Fortuna Düsseldorf leider mal wieder nicht wirklich viel nach vorne anrichten konnte. Der zweite Durchgang wurde nun aber etwas besser. Düsseldorf im Ballbesitz, Brandon Borello über die linke Seite, Appelkamp. Hennings mit der Hacke weitergeleitet, Bozek, das dauert aber viel zu lange und dann ist Teuerkauf auf der Hut und grätscht den Ball ab. Das ist von Bozek klar, nicht Mittelstürmer, aber nicht gut gemacht, das dauert viel, viel zu lange. Wir springen in die Schlussphase. Fortuna Düsseldorf. Diesmal etwas im Glück, Teuerkauf mit dem Rempler, es gab Strafstoß und die Möglichkeit für Ruven Hennings den Führungstreffer zu erzielen und der machte es in der 84. Spielminute, doch das 1:0 für die Gastgeber, da sah Düsseldorf den zweiten Saisonsieg schon vor Augen, doch jetzt kam noch einmal der erste FC Heidenheim, Andreas Geipel steckt durch, Robert Leipertz. Ausgleich in der 89. Minute. Ziemlich bitter für die Fortuna. Bis dahin kaum etwas zugelassen. Ein etwas glücklicher Punkt für den ersten FCH. Aber Düsseldorf war auch nicht so richtig gut und hat den Sieg eigentlich auch nicht verdient gehabt. Hamburger Derby, der HSV gegen den FC St. Pauli und die Hamburger, sie legten hier richtig gut los. Schon wie in der Vorsaison hier bei diesem Spiel im März 2020 wurde das hier abgehalten. Da hatte der Hamburger Sportverein eine richtig gute Anfangsphase, konnte aber den Ball nicht über die Linie bringen. Das wurde ihnen am Ende dann zum Verhängnis und diesmal zunächst die große Möglichkeit, die Himmelmann aber rauskratzen konnte, der FC St. Pauli über Ditken. Wartet auf den ersten Auswärtssieg, doch der Hamburger Sportverein verteidigte das gut, konnte nach vorne aber so richtig viel auch erstmal nicht produzieren. Man merkte wieder ein Derby davon geprägt, gegen die Niederlage zu spielen und nicht für den Sieg. Das hatte man schon das ein oder andere Mal in diesem Duell gesehen. Der zweite Durchgang, Braun-Weiß jetzt von den Linken auf die rechte Seite unterwegs. Marc Hienock zu Finn-Ole Becker. Marvin Knoll, Fehlpass, ein wenig sinnbildlich für diese Partie. St. Pauli konnte sich wirklich keine Möglichkeiten mehr rausspielen. Der Hamburger Sportverein, er versuchte es zumindest gegen das Fünferkettenbollwerk des FC St. Pauli. Knappe Stunde gespielt. Aaron Hunt. Diesmal darf er etwas schalten und walten. Was für ein Pass auf Simon Zerodde. Was für eine Möglichkeit für den Mittelstürmer. So einen lässt er sich normalerweise nicht entgehen. Nur wenig später. Der Hamburger SV nun mit erhöhtem Druck. Winsheimer, die Flanke oder die... Der Seitenwechsel von Becker abgewehrt, aber sie kommen wieder. Onana, Winsheimer, Khaled, Naray. Und jetzt der Ball im Tor. 62. Spielminute, das 1:0 für den Hamburger Sportverein, der FC St. Pauli. Etwas ungeordnet. Ditgen kommt einen Schritt zu spät, vielleicht sogar zwei. Und Khaled Naray, der wird momentan zum Torjäger, trifft jetzt schon wieder und bringt den HSV in Führung. Es geschah dann längere Zeit erstmal nichts. 90. Minute. St. Pauli versucht es mit weiten Bällen, aber der Hamburger SV konnte diese abwehren. Terodde geht noch einmal an mit dem Ball, legt quer, sammelt Zeit und damit
das Spiel beendet. 1:0 gewinnt der HSV am Freitagabend das Stadtderby. Das erste Zweitligaduell, das im Volkspark für den HSV entschieden werden kann. Unter dem Strich auch das verdiente Resultat gegen den FC St. Pauli, der hier heute nicht ganz auf Augenhöhe agieren konnte. Was der SC Paderborn momentan macht, ist auch eher holprig als glamourös. Der SSV Jahn Regensburg nach 5 Spielen noch ungeschlagen. 2 Siege, 3 Remis. Das lässt sich durchaus sehen. Und auch hier wollte man gut Druck machen, konnte diesen auch ausüben auf das Tor von Leopold Zingerle. 8. Spielminute, Albers, kein schlechter Abschluss für Zingerle, dann aber auch Beute, die er haben muss. Der SC Paderborn wurde nun etwas besser. Knapp 20 Minuten gespielt über die rechte Seite. Mit Schallenberg zieht sich das ins Zentrum. Just Van Ingelsson. Und 1:0. 20. Minute. Svante Ingelsson bringt den SC Paderborn in Führung. Regensburg schaut nur zu, bekommt keinen Zugriff. Und Meier im Tor dann ohne Abwehrchance. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Ingelsson legt fast einen drauf. Diesmal ist Meier aber wieder zur Stelle. Der spielt eine richtig gute Saison. Läuft noch etwas unter dem Radar, aber was der teilweise schon pariert hat in dieser Spielzeit, das sollte man mal positiv im Auge behalten. Zweiter Durchgang. Der SC Paderborn dominant, aber ohne die nötige Zielstrebigkeit. Vielleicht jetzt Dörfler mal mit der Flanke und führig. Am zweiten Pfosten bekommt den Ball sogar, fällt ihm da mehr oder weniger glücklich auf den Fuß, trifft dann aber nur das Aluminium. Es bleibt also erstmal noch beim 1:0, doch der SSV Jahn konnte nach vorne keinen Druck mehr entwickeln. Stattdessen nochmal Paderborn. Justwan, guter Ball zu Srebeni, der macht aus Spitzenwinkel dann noch das Größte draus, trifft aber doch dann deutlich nur das Außennetz. Es blieb aber bei diesem 1:0, das über 90 Minuten gesehen für den SC Paderborn auch in Ordnung geht. Der SSV Jahn Regensburg war zu wenig agil nach vorne und muss sich hier mit der ersten Saisonniederlage abfinden. So richtig konnte sich Holstein Kiel wahrscheinlich auch nicht erklären, was da gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth los war. Da verlor man zu Hause mit 1:3, war lange Zeit überhaupt nicht auf dem Feld. Nach dem 1:3 verlor man dann noch Fabian Reese mit einer roten Karte und dann war das Spiel gegessen. Gegen die heimstarken Erzgebirger sollte es jetzt der nächste Dreier werden, um die gute Position in der Tabelle beizubehalten. Aber richtig spielerisch knackig war das nicht, was man hier geboten bekam im Erzgebirgsstadion. Über eine halbe Stunde gespielt, wir warten nach wie vor auf die erste richtig gute Tormöglichkeit. Und wir mussten auch weiter warten, weil der FC Erzgebirge Aue auf die Defensive spezialisiert war. Mittlerweile im negativen Torverhältnis der FC Erzgebirge. Da wollten sie erstmal defensiv Beton anrühren. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. 33 Minuten gespielt. Alexander Mühling blickt noch einmal in die Mitte. Da ist der Kopfball von Ben Solinski aber abgewehrt. Holstein Kiel hier in Person von Joshua Mees nicht gefährlich. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der FC Erzgebirge Aue sollte jetzt auch endlich mal was nach vorne tun. Sie taten es durch Jan Hochscheid, aber das dauert und dauert und dauert. Dann ist erst Wahl dazwischen. Hochscheid bekommt den Ball nochmal. Versucht es dann aus der Drehung, aber gefährlich ist auch was anderes. Es war klar, ein Tor würde diese Partie entscheiden. Vielleicht ja, von Holstein Kiel. Mühling, Meffert. Jonas Meffert hat die größte Chance des zweiten Durchgangs hier auf dem Fuß. Gut von Mühling bedient, dann ist es ein kläglicher Abschluss. Aber er ist halt auch Mittelfeldmann. Kann man ihm nicht unbedingt vorwerfen. Aber es wäre nochmal die Chance gewesen am Ende. Bleibt es beim 0:0 ein verdientes Ergebnis in einem eher mittelmäßigen Zweitligaspiel. Der VfL Osnabrück macht es wirklich gerne mit einem Remis. Ein Sieg, viermal unentschieden, aber eben auch noch 0 Niederlagen. Unter der Woche gegen den SV Darmstadt Rückstand aufgeholt, nach einem 0:1 noch ein 1:1 erspielt.
Sebastian Kerk. Flankenball und der geht rein. Weil am zweiten Pfosten Maurice Trapp steht. Das ist ihm mal komplett egal, dass er eigentlich nicht als Mittelstürmer aufgestellt wurde. Der macht einfach trotzdem rein. Zweiter Pfosten, der Innenverteidiger steht recht frei und bedankt sich. Der SV Sandhausen, mittlerweile läuft es nicht mehr so gut. Es ist Sand ins Getriebe gekommen. Zumindest letztens wieder ein Punkt geholt gegen den SC Paderborn. Jetzt lag man hier aber bereits mit 2:0 hinten, weil Luke Ihorst in Sturmposition den Ball bekommt und den eiskalt über die Linie bringt. Sandhausen nicht mehr wiederzuerkennen. Etienne Amenido in der 38. sogar mit dem 3:0. Der war richtig angefressen, als er gegen Darmstadt raus musste. Jetzt zahlt er das wieder zurück, dass er von Beginn an spielen durfte. Zweiter Durchgang, ein ähnliches, fast kopiertes Bild, das wir sehen. Osnabrück mit Spielfreude nach vorne und die Mannschaft von Uwe Koschinat, sie hatte fast Angst. Sie konnte sich irgendwie nicht mehr befreien. Nach der Auswärtsklatsche auch schon in Karlsruhe war man hier wirklich neben sich, neben der Rolle. Und ließ sich jetzt auch noch rauskontern. Luke Ihorst treibt das Ganze an, hat viel Platz, hat dann das Auge für den mitgelaufenen Kerk. Der belohnt sich für ein richtig gutes Spiel. 4:0, 78. Minute. Heftig, deftiges Ergebnis für die Sandhäuser. Und die Jungs von der Bremer Brücke, die sind richtig zufrieden. Können sie auch sein. 2 Siege, 4 Unentschieden, keine Niederlage nach 6 Spielen. Das ist Erfolg. Eintracht Braunschweig hatte es mit dem 1. FC Nürnberg zu tun im Eintrachtstadion. Die Klubberer in den roten Trikots machten es zu Beginn erstmal besser. Handwerker mit der Flanke. Und was für eine Parade vom Ex-Klubberer Dornebusch im Kasten. Hack mit der Möglichkeit, muss den eigentlich machen, bekommt er von hinten Druck, dann ist es von Dornebusch auch gut gemacht. Trotzdem Dornebusch nach Rotsperre wieder zurück hatte für ein Handspiel vorm Strafraum. Einspielsperre bekommen, jetzt wieder mit von der Partie. Aber der Club machte es auch im ersten Durchgang durchgängig, eigentlich ganz gut. Kleinere Ungenauigkeiten bei der Mannschaft von Robert Klaus. Wir springen jetzt schon in den zweiten Durchgang, tief in den zweiten Durchgang. Nürnberg wollte den zweiten Saisonsieg. Momentan 1 Sieg, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Das hier wird das 4. Unentschieden. Davon kommt man nicht wirklich von der Stelle. Robin Hack. Nochmal dann mit Mann und Maus das Ganze verteidigt. Aber auch dieser Abschluss hier von Hack hätte etwas schneller und direkter kommen müssen. Schlussphase, jetzt noch einmal Eintracht Braunschweig. Yassin Benballa, Kubilanski, Proschwitz findet Fabio Kaufmann. Der Lucky Punch. Er sitzt auf Seiten von Braunschweig. Fabio Kaufmann in der 90. Spielminute mit dem 1:0 für die Eintracht. Und mit der Entscheidung in diesem Duell, der 1. FC Nürnberg muss sich ärgern, die Möglichkeit nicht genutzt zu haben. Und Braunschweig, diesmal waren sie kaltschnäuzig. Die Spielvereinigung Greuther Fürth holte sich als erstes Team in dieser Saison von Holstein Kiel die 3 Punkte ab. Und das war für Greuther Fürth der erste eigene Dreier. Also doppelt, dreifach, vierfach wichtig. Kann man sich was drauf einbilden, aber dann muss man gegen Hannover 96 zu Hause natürlich auch nachlegen. 5. Minute Marvin Duksch, der da in zentraler Position zum Abschluss kommt. Das ist wiederum von der Spielvereinigung sehr fahrlässig verteidigt. Hannover 96, ja, 3 Siege, 2 Unentschieden, Luft nach oben, aber auch Luft nach unten. Es hätte schlechter losgehen können, vor allem auch in dieser Partie. Sie legt nach Hendrik Weidand, 16. Minute mit dem 2:0, Greuther Fürth. Das sah wirklich nicht gut aus, was sie hier machten und mussten zu Recht den nächsten Treffer hinnehmen. Sie riskiert mehr, wollten den Anschluss vor dem Pausenpfiff. Das schwang um in die Gegenseite. Marvin Duksch, 0-3. Auweia, Greuther Fürth. Jetzt mussten sie aufpassen, dass es hier nicht
eine richtig heftige Packung gibt oder vielleicht doch das Comeback des Jahres starten. Es sah erstmal nicht viel danach aus. Hannover 96 hier mit der Standardmöglichkeit. Dominik Kaiser, schön getreten. Da ist der Kopfball von Weidand. Da fehlt nicht viel zum 0:4. Burchardt muss nicht eingreifen. Ball geht übers Tor. Rüber. Die Niedersachsen ließen sich hier aber nicht wirklich mehr beirren. Haraguchi stattdessen mit dem vierten. Jetzt hatten sie es verdient. Ist gar kein Ausdruck mehr für diese Dominanz, die hier von Hannover 96 ausgestrahlt wurde. Nochmal eine Standardsituation. Noch einmal Dominik Kaiser. Noch einmal Weidand, aber diesmal ist der Ball im Tor. Erste Minute der Nachspielzeit, sogar 0:5. Das ist Kräuter Fürth hier daheim auch sehr lange nicht mehr passiert. Aber so bleibt es beim 5:0. Hannover 96 mit einem beeindruckenden Auftritt. Das war auf jeden Fall eine Ansage an die Teams von ganz oben. Der KSC konnte nach drei Saisonniederlagen in den letzten beiden Spielen 4 Punkte sammeln. Zu Hause gewann man gegen Sandhausen und in Nürnberg holte man 1 Punkt. Hier eine Viertelstunde gespielt gegen den SV Darmstadt und man hatte die erste gute Freistoßmöglichkeit aus guter Position etwas versetzt und Vanicek als Rechtsfuß hier mit dem falschen Gedanken. Aber der KSC machte es gut. Sandhausen überrollte man hier mit einer frühen Führung, gewann am Ende klar und deutlich. Das wollte man mit Darmstadt auch wieder machen, aber die Lilien lassen sich hier auch nicht so leicht schlagen. Die haben erst eine Saisonniederlage kassiert. Aber auch erst einmal gewonnen. Lukas Fröde, überragende Möglichkeit, geht ganz knapp am Tor vorbei. Dieser Ball, aber der KSC war die bessere Mannschaft. Darmstadt steckte bis in das Spiel unter der Woche noch in den Knochen. Philipp Heise. Was für eine Flanke! Und Jerome Gondorf mit dem 1:0. 35. Spielminute. Das 1:0 für den KSC. Heise hat viel zu viel Platz zum Flanken. Dann ist die aber auch super. Und Marcel Schuhn muss hinter sich greifen. Zweiter Durchgang. Karlsruhe richtig gut drauf. Gondorf. Noch einmal Gondorf und Holland. Der klärt den Ball dann etwas unfreiwillig auf diese Art und Weise zu Marcel Schuhn. Der klärt das dann, aber Darmstadt kam hinten einfach nicht mehr raus. Goller. Flanke. Philipp Hofmann. Nein, Dengste. Marvin Vanicek. 79. Minute. Glänzt nicht als Kopfballungeheuer, zeigt aber auch, dass Darmstadt heute die prächtige Defensive nicht wirklich ins Spiel brachte. Es bleibt beim 2:0. Der KSC gewinnt das zweite Mal in der Saison und Darmstadt, ja, verliert zum zweiten Mal. Die Würzburger Kickers, 1 Punkt haben sie bislang geholt. Der VfL Bochum hat 8 Punkte gesammelt. Eine ordentliche Ausbeute nach 5 Spielen. Hier Würzburg aber durchaus forsch und mutig. 8. Spielminute, Sontheimer mit der ersten Möglichkeit. Das sind ja teilweise auch sehr gute Ansätze bei den Würzburger Kickers. Aber mit einem Torverhältnis von 3:11 reißt du einfach in der zweiten Liga keine Blumentöpfe auf. Das ist schon wirklich besorgniserregend. Aber so geht man eben auch in die Saison. Einfach nur irgendwie den Klassenerhalt. Der VfL Bochum will vielleicht oben nochmal angreifen. 40. Minute, 1:0 Sylvain Jeanvoula. Und so kann es dann vielleicht auch klappen. Zumindest zu den Verfolgern möchte man dazu zählen. Mit einem Sieg hier könnte man das bewerkstelligen. Doch Würzburg legte sich noch einmal ins Zeug und konnte dann ausgleichen durch Mitja Lotrich in der 66. Spielminute. Überwindet Riemann. Der ist fast noch mit den Fingerspitzen dran, kann ihn aber nicht mehr erreichen. Spiel jetzt auf Augenhöhe und Würzburg konnte kontern, weil Bochum gerne auf den Dreier
gegangen wäre. Jetzt mussten sie aufpassen. Kupac. Leitsch mit der Flanke. Baumann zu Munsi. Artistisch das Ganze. Gamboa, Hegele und dann ist es geklärt. Es bleibt beim 1:1 zwischen diesen beiden Teams. Damit ist beiden Mannschaften tatsächlich überhaupt nicht geholfen. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs reingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.